Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces. Und ja, wir haben in der letzten Folge die Illusion von Sophie gesehen, von der uns Pascal berichtet hat. Und zwar genau hier. Wir können sie uns nicht mehr angucken, weil das Ding ist jetzt irgendwie kaputt und wir müssen jetzt einfach weitergehen. Wir haben einen sehr nervigen Boss besiegt, der uns die ganze Zeit versteinert hat und ich bin froh, wenn wir hier raus sind. Yay! Das ist im letzten Part passiert. So. Hey, warte mal. War ja nicht irgendwo. Wenn ich mich nicht recht irre, wenn ich nicht ganz nicht daneben liege, wo ist Sirup? Warte mal, habe ich einen neuen Platz? Nö. Titel und so habe ich nicht bekommen. Ich habe nicht trainiert und ich muss mal kurz gucken. Ich hätte gerne, oh Gott, Apfelgummis. Ja. Weil die werden, oh nein, ihr seid wirklich, die uns hier alle versteinern können. Ich hätte gerne hier so einen Versteinerungs-Immun-Titel. Das wäre Hammer. Oh, oh. Wenn man vom Teufel spricht, ne? Ah, okay, man kommt wieder auf diesen Effekt zurück. Das hatte ich vergessen. Weil ich jetzt überhaupt immer wusste. Kommst du auf mich zu? Ich bin der, der es abgesehen hat, Mann. Hier, hier. Jawohl. Haha. Demon Fang. Sometimes I can't help but envy you, Pascal. Forgive me, Your Majesty. I hadn't realized. No, I didn't mean that I wanted your staff. Oh, Steinresistenz. Geil. Geil. Ja, damit. Was habe ich hier? Vitalität. Kreisangriff. Ja, jetzt sind wir schon leicht raus. Jetzt bringt das auch nichts mehr. Das Timing, was war, das war ungünstig. Aber wer weiß, vielleicht kommen wir irgendwann mal nochmal Gegenden. Oh, ein Kristall. Die werden nützlich sein. Eigentlich nicht. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, eigentlich nicht. Aber ihr sollt nur wissen, dass sie nützlich sein könnten. Hat was mit Dualisieren zu tun und das ist jetzt nicht so mein Fachgebiet in dem Spiel. Hui. Oh, viele bunte Dinger. Oh Gott. Einfach schnell kaputt hauen. Oh nein. Oh nein. Ich war versteinert und hat sich nur bewegt. Das sah sehr komisch aus und wir haben nicht mehr genug Trinke des Lebens. Ah. Oh Gott. Geht weg. Ah. Ja, FP-Bonus haben wir bekommen. Da staunt er was. Wo kam ich jetzt? Ach, da ist Gegner, da sind Gegner, also muss ich da ein. Ja, ich weiß manchmal nicht, wo ich hin muss. Das ist passiert. That's how I roll. Und ich setze absichtlich so viele E-Arts ein, weil ich mich auf E-Arts mit Eispil spezialisieren will. Was zum. Was war das die ganze Zeit? Jetzt. So, und. Zack. Scheinrose. Beautiful. Geil, das war eine Mystikart übrigens. Die Mystikarts in dem Spiel sind richtig geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ha. Verjüngern, das ist gut. Verjüngern ist eine sehr gute Fähigkeit, glaube ich. Eine Blumenfußkette, geil. Die gehen wir direkt mal so viel. So. Haben wir überhaupt irgendwas von diesem Boss bekommen? Ich achte irgendwie gar nicht drauf, auf die Sachen, was wir hier bekommen. Weil, ja, wir schon. Ja, wir haben sowieso nichts bekommen.
Da sollte ich mal den Mond. Okay, du bist das erste dran. Da. Immer schön auf den, weil der kann uns besteigen und letzten schön. Oder der da, ich weiß es nicht. Ich glaube, die kleinen Dinger. Der Miniaturbosse, gegen die wir gekämpft haben. Ja. Ich habe das Projekt zwar schon so richtig hinausgezögert, schon so ungefähr ein halbes Jahr. Also seit ich angefangen habe, war ja mein erstes Projekt eigentlich. Hätte der eigentlich als erstes hier erledigt werden müssen, aber So, ich sehe, du hast P angefragt zu bekommen. Das will ich doch gar nicht. Hallo? Schwerterflut, Seelensammler. Ah, du hast irgendwie blöde Titel im Moment. Physischer Angriff. Ah. Na, gehen wir jetzt mal hier hin. Ja, ich habe das Projekt ein bisschen hinausgezögert, aber ich habe ehrlich gesagt richtig Bock auf das Spiel. Also bevor ich mir jetzt bei angefangen hatte, ich das Spiel ja so richtig durchgesuchtet und ohne Stahltonika. Und ich habe es, keine Ahnung, 1-2 Jahre ununterbrochen gespielt irgendwie. Und das kommt jetzt alles wieder zurück. So. Stahltonika. Bin ich richtig? Wenn ich richtig bin, bin ich ja falsch. Wow. Viele Gegner. Boah, ich möchte unbedingt mal mehr Angriffe mehr lernen mit Erstbiss. Kann ich wahr sein. Wünschte, ich hätte irgendwie so ein Zettel, wo draufsteht, wo, wie ich welchen Titel falsch hatte. Aber das wäre ein bisschen doof. So, da ich sowieso mit, ich guck mal auf die Strategie. Vor allem E. Hallo? Vor allem E. Warte. Nee, ausgeglichen. Machen wir dich mal ausgeglichen. Du setzt eh ein, ist auf jeden Fall klar. Verdammt, hier geblieben! Noch mal her. Zack. Boah, Tausender abgezogen, hallo? Ich kann ja mal zeigen, obwohl jetzt bringt das nicht mehr viel, jetzt ist da nur ein Gegner. Zeig mal irgendwann hier, wie sie spielen, dass man nicht auf manuell eingestellt hat. Wohl bei den Gegnern jetzt. So, dann stellen wir mal sie auf. Ich glaube, das kann man auch irgendwie mit dem Knopfdruck machen, aber egal. So, ich habe jetzt nur vorne und Kreis gedrückt, also so wie man diesen Angriff einsetzt. Oder links und Kreis, wie man diesen Angriff einsetzt. Dann geht es ja volle Pulle auf die Gegner los und da bringt es nicht so. Deswegen gehe ich lieber auf manuell, weil dann können die Gegner auf mich zukommen. Da kann ich den Angriff abtimen und ich kann die ja auch so, so aufladen eigentlich. Da kann ich sozusagen warten, bis die nah genug dran sind und dann bam. Und Sophie hat, glaube ich, jetzt Verjüngern eingesetzt. Mit Verjüngern kann man auch die Gegner, Verbündete wiederbeleben. Das ist richtig gut. Deswegen ist Verjüngern ein sehr gutes Ding. Wir haben Feuerring verbessert. Wir haben Feuerring entdeckten Titel. Ich hoffe, sie kann jetzt neue Dings lernen. Das wäre nämlich voll toll. Ausbreitung, Feuerring, Wirkzeit runter, das ist immer gut. Oh, ich glaube, unser Elf-Mixer hat sich vom Aussehen her ein bisschen verändert. Oder kommt mir das so vor? Warte, na egal. So, und ich habe mich voll verirrt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt gewesen bin und wo nicht. Ich glaube, ich hätte nach links gehen sollen. Oh. Weil da geht schon wieder weiter. Okay. Dann gehe ich nochmal zurück. Jetzt zurück, dann gehe ich mal zur linken Seite. Weil ich glaube, da ist der Optionalweg und da wollen wir hin. Njum. Ich habe nämlich immer das Gefühl, dass ich hier irgendwas verpasse in dieser Mine. Mine? Ruine. Und dann, jawohl, zu spät irgendwie ja, alles finde. Buch der Wartung. Dieses Zauberbuch stellt bei Kampfverschluss ohne Kochen bis zu 5% deiner Elf wieder her. Geil.
Das ist ein Buch, das wir in den Elfmixer reinschmeißen können. Und das, ja. Ja. Bei Ovo, wo unter Mixer steht, da steht ja bei Kämpfe ohne Kochen als die Voraussetzung, die wir brauchen, um das Buch zu aktivieren. Und ja, bei Buch der Wartung unten steht, was für ein Effekt ausgelöst wird. Also Kochen, ohne Kochen einen Kampf abzuschließen, würde 5% unserer LF wieder herstellen. Da wir allerdings immer nur 10 LF benötigen mit Reisbällchen, ist das nicht so wichtig im Moment. Ich brauche mehr Kochrezepte, fällt mir gerade auf. Ich werde irgendwann mal ein Part reinhauen, wo wir irgendwie fast alle Kochrezepte hier abklappern, weil das ist nicht so schwer. Einfach nur irgendwie was, irgendwelches Zeug reinpacken und dann haben wir immer neue Kochrezepte. Das geht so schnell, ne? Glaubst du nicht? So, hier war das, ne? Der Gegner tauchen nicht nochmal auf, wenn man ein Gebiet Abstand hatte und ein zerschmetterter Knochen. Geil. So. Ein Trank des Lebens. Wow, die brauchen wir sogar. Und hier und hier. Warum ist das einsame rote Ding da hinten? Oh! Boah, den habe ich gar nicht gesehen. Boah, ich glaube, Spinne. Was? Sind das jetzt nur so Echsen oder? Okay, geil. Oh nein, nach. Ich spiele übrigens gerne Pascal. Also ich werde nicht nur Espel steuern. Ich werde auch hin und wieder mal einige andere Charaktere steuern. Ich werde auch irgendwann Sophie steuern, aber das mache ich erst, wenn wir wir hatten ja schon Cherry, also ich kann schon sagen, Cherry ist die intensivere Heilerin und irgendwann ja, okay. I bet Richard gets to eat special royal crablets. Royal crablets? Yeah, I'm afraid there's no such thing. Und nein, da hat nicht mein Aufnahmeprogramm gehängt oder euer Videoplayer. Nein, das ja, wie nennt man das? Victory Quote, die hakt auch im Spiel irgendwie. Also, das liegt jetzt nicht an mir oder an eurem Player. Das ist im Spiel so wirklich, dass diese Szene so hängt. Habe mich auch gewundert, ehrlich gesagt. Also nicht, die hat nicht gehängen, aber die Lip-Synchro war total im A. Was man bestimmt auch sehr deutlich gesehen hat. Wollte ich nur mal anmerken. Hey. Ma. Ah, ich bin gelähmt. Ma. Leben ist in dem Spiel richtig nervig. Da kannst du dich nicht richtig bewegen, da kannst du dich nicht. Kannst du nicht angreifen. Also angreifen ist ja normal in der Tales of Spiele, aber du kannst ja auch nicht mehr bewegen. Dann hängst du manchmal in der Bewegung so. Das ist nervig. So, Feuerring, warte. Nee. Ich habe alle auf manuell, da kann sich nicht umstellen. Wirkzeit runter, das ist gut. Bank FP, boah, er hat richtig beschissene Dinger im Moment. Wer hat denn jetzt Schockbenny? Okay, das braucht noch nicht. Machen wir, was haben wir hier? Physische Verteidigung. Frostbrecher, cool. Neue Attacke. Gerne. Von wo kam ich nochmal? Ach so. Kam ich jetzt von hier oder von da oben? Oder unten? Nee, okay. Hier ist die Entdeckung. Ah. Stummer Stein. Ich kenne zwar keine gesprächigen Steine, aber okay. Interne Archäologie. What is this? Is this a Kreas husk? I've heard of Kreas that could no longer absorb Elith, but I've never actually seen any. I can't even begin to imagine how long these ruins have been here. Oh, I'd say like 500 years. That's a guesstimate, but we're directly beneath a river that flows from Lake Grail to the sea. Which means... Well, I can't imagine someone just walked over and dropped these relics off for no apparent reason. It means they're equally as old. Come on, think about it. No one would be dumb enough to just build those ruins right under a river.
Although that would have been interesting to see. So, they're at least 500 years old, but they could be older? Why not? 500 years, 1,000 years, something like that. Wow, this place is a lot older than I expected. Oh ja. Wer hätte das gedacht? Vielleicht kommt es ja aus der Antike. Nee, warte mal. Ja. Wir haben den Boss in dieser Dungeon schon erledigt. Ich glaube nicht, dass noch was kommt. Ich weiß, dass nichts kommt. Den verarsche ich hier. Ich will nur nicht die Spannung verderben, aber ich habe es doch gemacht. Nein. Und darum sind Gegner. Und ich glaube, hier kommen wir wieder ganz zum Anfang. Oder? Hey, Dude. Sind wir da ganz am Anfang. Ich könnte jetzt eigentlich zurückgehen und einige Klamotten kaufen. Nee, kann ich nicht. Ich habe nur 2000. Warum habe ich so wenig Geld? Ich brauche mal Bücher, mit denen ich mehr Geld bekomme. Für den Elefant, da gibt es auch. Aber die noch für Voraussetzungen haben, weiß ich nicht mehr. Hi. Ich glaube, jetzt werde ich ein bisschen offscreen auch trainieren für die ganzen Titel. Weil der Boss hat mir schon gezeigt, das geht so nicht, weil... Hast du aber geschafft, weil ich es drauf habe, ne? Aber das kann sich ändern. Wenn ich an ihn schon Schwierigkeiten habe... Nein, Pascal ist tot! Dann will ich nicht sehen, warum kommst du hier hin und setzt deinen Heilzauber ein? Okay, hat geklappt, ich habe nichts gesagt. Da war. Wink, und aua. Ich wollte nur was hier machen. Excuse me. Pflegenadepten-Titel. So. Boah, ich bin mal ja Ping-Pong mit den Dingern. Oh, das ist eine Truhe. Ich meine, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Der Angriff ist richtig heftig. Ja, gerade er zieht viel zu viel ab. Und ich liebe es. Geil, war. So, ich weiß nicht, was Verbrennung nochmal bringt. Doch, Verbrennung verhindert, dass man sich heilen kann. So, komm her, zack. Aber es bringt den Gegnern nicht sehr viel. Richard, you're hurt. Egal. No, I'm fine. Don't worry about me. Mein Gott, was ist denn los, Richard? Warte, Papa. Eine Sekunde. Das ist immer noch nichts Neues, Richard. Mentalität hier. Okay, nächster Gegner. Finde ich gut. So, komm mal her. Bams. Mal verdammt. Wir sind einig. Hallo. Aber das ist doch unlogisch. Hi, auch hier. Zack. Aua. Verdammt. Fast getroffen. So, erstmal ein Exil erledigen, weil ich mach mich nervös. So, und zack. Und zack. Und zack. Ha, hab ich den getroffen? So, P-Angriff. Warte mal, hat er Spiel jetzt Dingens gelernt? Ja. Ah. Ja. Ich glaube, da habe ich den immer gemacht, ne? Physische Verteidigung, maximal KP. Ja, komm. Geht schon. Muss. Mach mal das. So. Von da kam ich nicht, ne? Hier bin ich richtig, oder? Oi. Anasiuk. Ein Heilmitteltrank. Gut, brauche ich auch. Hi. So. Ja, mal den Frostbrecher. Geil, wa? Irgendwas anfällig gegen Frost? Nö. Verbrennung aber. Was geil. Ja, ich weiß, das ist kindisch hier. Aber ich muss auf die Attribute achten, weil dann kriegt man auch irgendwann Titel. Und die sind so schwer zu bekommen, deswegen achte ich jetzt schon mal auf die ganzen
die ganzen Titel in Sachen Attribute. Mal, du sollst nicht da vorne. So, ich weiß nicht, ob ich das auch schon mal erklärt habe, aber jede Magie verbraucht auch eine bestimmte Anzahl von SK. Also so wie jede andere E-Art. Also nicht nur eins, die verbauen manchmal so zwei oder drei Dinger. Deswegen kann ich nicht so viele aneinander rein. So, neue Angriff sollte ich auch so oft nutzen wie möglich, weil dann kriegt man auch die ganzen Titel dafür. Die noch mal zu verstärken. Wenn ich einen Titel mal gemeistert habe, einen Angriff meine ich, also dass ich den schon so oft eingesetzt habe, dass ich einen Meistertitel davon bekommen habe, dann sollte ich den mal abstellen. Weil sonst, da bringt es eigentlich dann nichts mehr, den einzusetzen. Sag ich jetzt mal. Dämonenzahn verbessert. Geil. Aber ich glaube, so werde ich das sowieso nicht machen, weil einige Angriffe muss man irgendwie 1000 Mal oder so einsetzen, bis die gemeistert sind, also bis man Meistertitel dafür bekommt. Und das wäre ein bisschen zu viel. Und ich, wo gehe ich hier überhaupt hin jetzt langsam? Oh, hi. Ma, bitte wieder am Anfang. Warum führen mich denn alle Wege wieder zurück zum Anfang? So, jetzt habe ich schon wieder so ein, zwei Gebiete hier abgeklappert. Jetzt müssen die ganzen Gegner schon wieder erschienen sein. Oh, ein Apfelgummi, gut. So. Los. Also, ich wollte schon sagen, hier komme ich nicht zurück. So, dann werden wir noch heute bis zum Ausgang kommen. Denke ich mir. Hi. Boah. Hi. Ignoriert mich nicht. Ich bin Pascal. Jo. Wow. Aua. Zack. Und zack. Und zack. Hui. Richard. Misch dich nicht ein. Aber Richard mischt dich halt gerne ein. Ja, die können die Musik auch einsetzen. Auf automatisch. Ich muss das noch nicht mal drücken, die setzen dann einfach so ein. Geil, was? Ja, Sophie war verwirrt. Und nein, das muss jetzt nicht. Nicht die Gegner. Nicht du. Heute nicht. So, ich glaube, wir haben jetzt alles abgeklappert. Und wir können jetzt hier raus. Da war der Ausgang, glaube ich, schon, ne? Wir sind da schnurstracks vorbeigelaufen. Weil, warum denn nicht? Da komme ich wieder zum Eingang, genau. Hier kann ich ja auch noch lang. Ahahaha. Gucken wir mal. Hi. Ich weiß, ich zöge hier alles ein bisschen hinaus, aber das habe ich auch mit dem ganzen Projekt schon gemacht. Hohoho. Das fand ich witzig. Das ist irgendwie traurig. Ha. Hätte anfällig gegen Gefrieren. Das tut mir leid. Nicht. Komm her. Ah, den wollte ich erledigen. Die Gerüchte sind wahr. Ich bin wirklich unglaublich. Fürstlichkeitslehrling-Titel. Wir sagten mir, du kannst dadurch Kreisangriff bekommen. Gott verdammt. Ah, warte mal. Nee, geht noch. Ach, nee. There's another device here too. It looks like the one at the entrance. Yeah, that's because it's the same thing. So, can we use it to reach the other side? Nope, this one just posts you right into the middle of Wall Bridge, which is pretty silly unless you want to tour a fortress. That's okay, we're in a hurry. Aw, I bet it's a fun tour. Okay. Aber das merken wir uns. Wir können direkt in Warbrook reingehen. Merken wir uns. So, aber wir wollen jetzt hier raus. Aber sowas von. Gegner hier. Die machen mich Kopf kaputt. Zur Landstraße Grailside.
Und bams, wir sind hinter Walbrick. Wie haben wir das denn gemacht? Mit Magie. Weil wir awesome sind. Ihr könnt jetzt auch reden, wenn ihr wollt. Bitte. Wenn wir dich nicht hätten, erstmal. Oh, you're going to Grailside? You've been a great help, Pascal. Thank you. Wait, hang on. I want to go to Grailside too. You don't have some sneaky reason for following us around, do you? Maybe. Are you serious? That's because I want to get closer to Sophie. Huh? Yeah, I want to touch her and study her and learn about her and, touch her. No offense, but I'm not interested in the rest of you. Sehr freut mich. So can I come, please, Asbel? Please? Whoever you are? Richard. Richard, got it. Hey, Sophie, who do you like best? Me? Asbel or the other guy? Asbel. Aww. She's a bit eccentric, but I think we can trust her. All right, Pascal, you can come with us. Yay! It's like they say, trips are all about meeting people, right? Now then, shall we head for Grailside? Ja, können wir bitte weitergehen? Und nicht über sexuelle Belästigung und so reden. Gibt's den Speicherpunkt? Nee, okay, dann muss ich gleich wieder zurück und speichern. Dann schauen wir, und da sind Soldaten. Egal. Wir machen jetzt hier einen Schnitt. Kann ich überhaupt zurück? Weil, ach egal. Wir sehen uns dann, dreh dich um. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces F. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.